Moin und hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Vorstellungsvideo. Ich war mal wieder im Store und da habe ich mir was Kleines mal gegönnt. Es ist eine AWP Asimov. Wer dieses Video guckt, weiß eigentlich, wenn er nach dem Video, also beziehungsweise nach dem Videotitel geguckt hat, weiß er eigentlich ganz genau, was das Ding heißt. Ich kann es gerade nicht so ganz glauben. Und zwar hat dieses. Ja, da hat mich doch einer gehabt. Dieses wunderschöne Waffle. Ich müsste mich hier mal in eine ruhige Stelle stellen, damit ich mir mal in Ruhe vorstellen kann. Aber es ist ja CS, also von daher. Ja, wunderbar. Okay, ich sag's gleich, bin ich gut in dem Spiel. Ist mir auch jetzt gerade mal egal. Na, scheiße. Ich habe mich eigentlich aber auch bewegt, aber na gut. Was an diesem Ding so besonders ist, und das werden vielleicht einige mitbekommen haben, beziehungsweise in den, ja wirklich, meine Güte, beziehungsweise mal auch in den Videotitel geguckt haben, diese AWP hat einen schwarzen Lauf, eine schwarze Scope, was ist ein Scope auf übersetzt, Linse, eine schwarze Linse. Ich würde ja jetzt auch sagen Vergrößerungsvorrichtung, aber ich glaube, da kriege ich erstmal auf den Sack von irgendwelchen, sag ich jetzt mal, Klassenkameraden, beziehungsweise Arbeitskollegen, beziehungsweise was auch immer. Mir jetzt auch egal. Also ich nenne es jetzt einfach mal, wie es im schönen Englischen auch genannt wird, Scope. Ja, danke auch. Ja, ich habe mir gerade mal sagen lassen, dass das Ding doch einiges mehr wert ist. Ich habe es allerdings im Store recht günstig bekommen. Von daher, ich weiß nicht, inwiefern das jetzt günstig ist. 40 Euro. Glatt. Habe ich bezahlt für dieses schöne Stück Waffe. Ja. Jetzt habe ich mir sagen lassen, dass das Ding doch ein bisschen was mehr wert ist. Ich weiß es nicht genau, aber... Es ist mir eigentlich auch irgendwo ein bisschen buggy. Muss ich ganz ehrlich sagen, es ist mir irgendwo ein bisschen buggy. Weil ich finde, das Ding sieht einfach nur noch richtig nice aus. Ja, klar, abgenutzt. Aber das mit dem schwarzen Lauf, das holt einfach alles raus. Ich brauche einen Radar. Meine Güte. Ja, wie gesagt, ich konzentriere mich auch gerade nicht wirklich aufs Zocken, sondern mehr auf. Dein Scheiß Ernst? Das hätte ich jetzt doch gerne mal in der Replay gesehen. Ich auch noch hin. So. Ja, und jedenfalls. Ja, ich habe eine seltene AWP Asimov. In ich dachte Kampf erprobt. Also Battlescard. What the fuck? Ja. Und ich freue mich gerade so ein bisschen. Ich bin wirklich erheitert darüber. Ich bin ja erheitert. Oh Gott. Ja, wobei ich muss sagen, ich kann das Ding kein Stück spielen. Bei meinem CT muss ich dann mal gucken, dass ich nächste Runde mal CT komme. Habe ich meine Elite-Build immer noch. Meine wunderbar. Meine AWP Elite Build mit meinem Kawaii. Fick dich! Mit meinem Kawaii CT müsste das sein. Scheiße. Ich habe meine Asimov auf dem falschen Team. Ich werde es wahrscheinlich so machen, weil ich eigentlich meine Asimov größtenteils als CT AWP benutze. Werde ich jetzt machen. Also Asimov ist jetzt meine CT und Halsmaul. Meine Elite Build wird dann meine T-Waffe. Terroristenwaffe. Müsste ich allerdings einen Kawaii-Terrorist eigentlich drauf machen. Er stört mich jetzt nicht. Aber auf meiner Asimov wird definitiv noch derselbe Sticker kommen oder keine Ahnung. Wie gesagt, ich finde das halt total niedlich. So putschu, putschu, putschu auf meiner kleinen Waffe. Ja.
Also es war eigentlich mehr jetzt oder weniger ein Infovideo, einfach nur, dass ich jetzt, ja, vielleicht demnächst noch ein bisschen mehr Counter-Strike machen, weil ich weiß es nicht. Könnt ihr mir ja mal schreiben, so als Livestream mal. Let's Livestream Counter-Strike, da muss ich mir ja auch ein paar Leute ins Boot holen, wahrscheinlich jemand. Wie ich das letzte hatte, den lieben Martin, aka Bob. Ist halt auch ein recht guter Spieler. Gut, an den muss sagen, komme ich natürlich nicht in Ansätzen ran. Das ist wirklich ein absolutes Ass. Also Global Elite mindestens. Also der bringt alle aus der Global Elite um. Kenny S ist natürlich kein Vergleich zu ihm. Den rotzt da einmal weg. Da hockt er mit der Kenny noch mit der Pistole am Spawn. So. Ach komm. Also dagegen bin ich so ein bisschen, naja, wie soll ich sagen, halt so wie die Asimov gerade. Heftig abgenutzt, aber ein schwarzes Scope. Oder halt wie so eine AWP Desert Strike oder mehr wie so eine P90 Desert Strike oder mehr wie so eine MP9. Ja, ich bin wie eine MP9 Desert Strike. Total underplayed, in einigen Situationen vielleicht ganz gut zu gebrauchen und ansonsten einfach nur Scheißwaffe. Okay, Sand Dash. Seht ihr? Bringt nicht viel. Was wollte ich jetzt sagen? Jetzt verfalle ich wieder in hirnloses Gelaber. Ich meine, das mache ich immer, aber. Hoppala. Da ist doch tatsächlich einer rumgerannt. Das macht man aber nicht, wenn da eine Asimov auf dem Weg ist. So. Oh, das Ding sieht einfach nur so göttlich aus. Ich will's auch nicht. Oh fuck. Oh fuck. Oh shit. Oh shit. Ich würde jetzt auch gerne mal eben die Waffe droppen, sodass er hier mal so. Oh, geil. Aber. Geht ja nicht. Oh. Oh, der war nicht AFK. Lead. Ah, oh, cool. Oh, hi. Ach komm. Ja, wie gesagt, der beste AWP-Spieler unter Gottes Himmel bin ich definitiv, weiß Gott nicht. Machen die alle Pistol-Round oder was? Ich verstehe aber auch nicht, wieso Pistolenschützen so übelst präzise auf den Kopf zielen können. Ich kann es natürlich verstehen, warum ich jetzt nicht getroffen habe, wenn mir einfach das halbe Team vor der Funzel rumgerannt ist. Ja, aber ich habe echt kein Verständnis, wie man so präzise eine Pistole spielen kann. Ich weiß es nicht. Ich bin da. Ich weiß nicht. Ich habe allgemein so meine Probleme direkt am Kopf zu treffen. Deswegen brauche ich entweder eine Waffe, wo ich ein übelstes Scope dran habe. Also am besten AUG. Weil mit Scope kann ich irgendwie zielen, aber mit diesen Fadenkreuz, das geht gar nicht. Das. Ja, genau, mit dem. Das, ich weiß nicht. Warte, ich probiere es mal. Ja, wie, aber ist okay. Ja, wenn ich jetzt versuche, ich hätte jetzt schon rein aus jedem anderen Spiel erstmal. Ja, hier, ich probiere mal meine M4. Meine Pixel Strike. Hier, 4 Pixels, M4 A4 Pixel Strike, genau. Hat leider eine recht hohe Float Value, was mir auch. Ja, das war jetzt ein schlechtes Beispiel. Normalerweise wäre ich jetzt tot gewesen. Ja, das mit diesem Fadenkreuz, das ist einfach die letzte Qual für mich. Ich bin einfach Spiele gewohnt, wo, naja, ich recht simpel Quickscope und dann ausschalten. Deswegen, ich weiß nicht, ob ich deswegen mit der AWP halbwegs erträglich bin. Ich meine, klar, ich habe jetzt so eine KD von 2.0. Also 0,5. Worauf ich hinaus? Eigentlich ja nur, tja, ich habe eine. Ja. Ich habe eine Asimov. Eine AWP Asimov mit einem schwarzen Scope. Freut euch. Danke. Danke fürs Zuschauen. Ich weiß, wie gesagt, falls jetzt irgendjemand eine andere Anmerkung mir bringen möchte, wie viel genau dieses Ding jetzt wert ist, kann er in den Kommentaren machen, aber selbst wenn mir jetzt einer schreibt, ja, ey, Alter, das Ding ist 2000 wert, weil es übelst den blauen Kratzer auf links 1 hoch Pixel hat. Was weiß ich? Ich habe davon jetzt nicht so die Ahnung. Werde ich das Ding behalten, weil mir gefällt's ja. Und das hat jetzt vielleicht die meisten überrascht, aber ich werde eine Waffe nicht verkaufen, nur weil sie viel wert ist, sondern ich werde eine Waffe behalten, wenn sie mir gefällt. Ich bin ein ganz, ganz böser Porsche, der auf den Boden geschleudert gehört. So.
Das Ding sieht aber schon geil aus. Ich meine, am liebsten hätte ich jetzt natürlich auch noch, also dazu, zu dieser jetzt noch eine AWP, quasi Factory nur, beziehungsweise zumindestens, zumindest, nicht zumindestens, wenigstens, naja, Factory nur. Weil Factory nu sieht das Ding jetzt auch nicht schlecht aus. Ui. Also das muss ich auch ganz ehrlich sagen, ist eine viel geilere Sniper Map. Es sei denn, ich bekomme einen Instant Header. Ja, und das verstehe ich auch nicht. Wie gesagt, Fadenkreuz ist für mich eigentlich fast unspielbar. Das ist, ich weiß nicht. Habt ihr vielleicht noch irgendwelche guten Tricks, wie ich gut mit dem Fadenkreuz klarkomme? Außer dass ich mir, keine Ahnung, so eine riesen Visiervorrichtung dauerhaft grafisch mit irgendeiner Mod einfüge. Also bitte jetzt irgendwelche realistischen Tipps, wie ich besser von meinem dem hier zu quasi, soll ich es zeigen, dem hier komme. Was weiß ich. Ja, genau, dass das halt nicht mehr passiert. Ich weiß nicht, ich habe mir, wie gesagt, schon irgendwie so einen Algorithmus oder was weiß ich nicht eingeprägt, scopen und dann weghauen. Es ist einfach drin. Das kriegt man aber nicht so. Seht ihr? Das ist jetzt nichts, was ich jetzt so leicht so ohne weiteres rausbekomme. Ist aber auch für mich irgendwie viel einfacher. Als zu sagen, jetzt ja, musst du hier das noch ausgleichen, musst du das noch ausgleichen. Nee, ich hau einfach mit dem Fadenkreuz genau an diese Stelle, genau mit diesem winzigen Punkt, den ich da in der Mitte habe, und hol's da weg. Ah, die gefällt mir aber auch, der SGG-8. Ich würde ja jetzt am Ende des Videos nochmal so einen kleinen Zusammenschnitt bringen, was ich jetzt mit der Black Scope gemacht habe, aber. Nee, ich glaube, das wird nicht gut kommen. Nein, 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 am Ende. Oh nein, schön hintereinander, aber weil ich halt mit dem scheiß Messer rumrennen musste, wo ich natürlich keinen Scope dran habe, was sich instant aktiviert. Das ist so sinnlos. Wobei ich muss auch dazu sagen, mit der AUG bin ich jetzt auch nicht sonderlich gut, weil mir das Ding einfach so sehr verzerrt. Weil das Ding schnellt ja hoch wie sonst was. Da ballerst du mal eine halbe Sekunde zu lang und da hast du das Ding schon an der Decke vom. Na! Naja. Wie man es halt nimmt. Ja, das war fail. Ja, da habe ich, wie gesagt, eine AK reinbekommen. Ah nein, nicht doch den Chat aktivieren. Passiert mal auch ständig. So nach dem Motto, oh, tralala, den kill ich jetzt. Ah, Chat aktiviert. Oh nein, kurz bevor er gelandet ist noch. Ach Mann. Yep. Ah, den hatte ich wenigstens noch eine Millisekunde eher, bevor mich hier wieder eine AK in den Kopf getroffen hat. Ich weiß nicht, wie das mit den Headshots geht, ey. Ich habe keine Ahnung. Das kriege ich hin. Also, weil ich hier versuche, irgendwas im Kopf zu sagen. Also, ich versuche jetzt mal wirklich den nächsten in den Headshot zu verwandeln. Ja, seht ihr? Da brauche ich erstmal 5 Jahre, um da auf den Kopf zu treffen. So, nächster Versuch. Ja. Der trifft sofort, ich weiß auch nicht. Kopf, 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 Kopf. Jetzt. Ja, seht ihr? Das dauert viel zu lang, das waren jetzt 3 Sekunden. Im Zweifelsfall geht ein Kampf vielleicht, keine Ahnung, so lang. Ja, kann. Na, Pistole halt. Wie gesagt, ich muss da irgendwie hinkriegen, direkt. Das war Glück. Also, wenn mir irgendjemand im Video jetzt vorwerfen will, das war Luck. Ja, oh ja, das war's. Aber
Gegebenenfalls habe ich nicht mal das. Also von daher, ich kann schon nicht. Ich freue mich auf den Verlag. Okay, der war nicht gespawnt. Ich konnte nicht auf ihn schießen. Das war natürlich mies. Der dürfte entweder links oder rechts rein. Wo ist der? Okay, ich korrigiere das Wollhack. Fuck, 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 da kommt. Ah ja, ich kann aber auch nicht viel machen. Okay. Hi. Miau. Ja, ich habe mich jetzt einfach mal entschlossen, jetzt für zwei Runden mit der Black Scope Asimov zu spielen. Einfach mal YOLO. Ich meine Güte. Es passt. Ja. So und nicht anders. Okay. Wurmgott. Hau nicht, ne? Oh, ne. Es gibt so viele schöne Waffenskins. Was für eine miese Folter, dass ich nur zwei benutzen darf pro Waffe. Gegebenenfalls sogar nur einen. Das ist die reinste Qual für mich. So. Okay, den habe ich jetzt nicht getroffen, aber da war wohl die Streuung von der Awe ein wenig grob. Der wird jetzt gleich nochmal um die Ecke kommen, oder nicht? Ah, verdammt. So, und jetzt covert. Ihr covert nicht. Ihr covert nichts mehr. Ja, das war zu früh. Der ist nochmal gehüpft und vier Treffer, Alter. Ja. Ich muss aber irgendwie sagen, TDM macht mir mehr Spaß als wirklich hier Competitive. Weil, ich weiß nicht, ich glaube, ich bin. Jetzt folgendes. Oh Gott, da kommt wieder einer von links. Also wirklich so mal, sag ich jetzt mal, ein bisschen größere Maps. Das Game. Nicht so viel Competitive-Lastigkeit, weil, scheiße, ich spiele nicht gern mit anderen Leuten. Ich bin mehr so Singleplayer. Ich sag's mal so, andere sind mir mehr ein Dorn im Auge als alles andere. Naja, gut, das muss ich ehrlich sagen, bin ich auch bei War Thunder, also. Ich sag's mal so, wenn da wirklich kommt, ja, wir spielen im Team, dann okay, ich mach Bomber Support, ich kümmere mich jetzt nicht um meine Kills. Weil sobald es darum geht, im Team Kills zu machen und dann wirklich selber aufgrund, sag ich jetzt mal, von Sachen wie Einfühlung, Vermögen, bla bla bla, hast du nicht gesehen, dann zu entscheiden, von wegen, wann braucht der jetzt noch meine Hilfe? Wann will der den Kill nicht mehr? Ich meine Güte, will ich mir einfach nur Gedanken machen, Gegner, ich, Gegner tot, ich nicht. Wie kann ich das umsetzen? Und ich, da ist noch einer, mit dem ich jetzt irgendwie zusammenarbeiten muss. Auf den ich mich einstellen muss. Das geht gar nicht. Ich will mich eigentlich nur darum kümmern, wie kriege ich den Gegner tot und wie bleibe ich am Leben. Die zwei Sachen, mehr nicht. Simpel, einfach. So. Das Allerschlimmste, was passieren kann, ist, dass man sich auf seine Mitspieler verlässt. Das ist der Kollateralschaden, der entstehen kann. Da seht ihr, beispielsweise jetzt habe ich mich darauf verlassen, dass hinter mir natürlich frei ist durch mein Team. Fataler Fehler. Das war jetzt mein Versagen, da habe ich auch kein Problem mit. So. Weil ich mich nicht darum gekümmert habe, dass der den ja auch hätte nehmen können, ich mich nicht auf den verlassen habe, habe ich nämlich auch den Kill gemacht. So, Ende im Gelände. Ja, das war natürlich Überzahl vom Gegner. Das war jetzt. Ich werde jetzt mal versuchen, ein bisschen Rifling zu machen. Okay. Ja, wie gesagt. Hä? Also, hä? Seht ihr, und schon treffe ich gar nicht mehr. So, hinter mir.
Gut, der Ehene, der hat jetzt halt zu lange zum gebraucht zum Reagieren, aber naja. Wie gesagt, für Tipps und Anmerkungen bin ich immer gerne zu haben. Ja, ansonsten, das war's von mir, eurem Let's Play. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich habe eine BlackScope AWP Asimov. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Und bitte, 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 nein! Tschö, tschö.